Ja, und damit begrüße ich euch zur dritten Folge des Tutorials. So, nach dem erfolgreichen Erstellen unserer letzten Passagierlinie ist mein nächster Tipp, wir haben ja jetzt noch 18,3 Millionen übrig, die auf jeden Fall zurückzuzahlen, so viel wie es geht. Denn desto weniger Zinsen müssen wir zahlen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir mal kurz im Minus sind. So, jetzt haben wir nur noch 12 Millionen Darlehen. Wir können jederzeit Darlehen aufnehmen. Und wenn wir es brauchen, machen wir es natürlich auch. Aber jetzt im Moment brauchen wir es nicht. Und da werden wir bloß unnötig Zinsen bezahlen. Deshalb immer weg damit. So, nachdem eure Linie vielleicht ein bisschen angeschlagen hat, ja, und ihr ein bisschen Plus gemacht habt, würde ich euch empfehlen, ist eure Entscheidung, wenn es gut läuft mit der Linie, empfehle ich euch, eine weitere Stadt anzuschließen. Ja, machen wir in diesem Fall nicht, sondern ich möchte euch noch ein bisschen die Industrien zeigen, denn da habe ich auch gelesen, da gibt es ein paar Probleme. Und ja, ich sage euch mal ein paar kleine Tipps zu. Also, wie ihr seht, wir haben viele Möglichkeiten und wenn wir hier auf die Stadt klicken, sehen wir auch den Bedarf der Stadt. So, wir haben ja wie gesagt, hier über das Menü sehen wir ja die blauen Häuser, das ist das Gewerbe. Die brauchen Werkzeuge, Lebensmittel und Waren. Und die gelben Häuschen, das ist die Industrie, die brauchen Baumaterialien, Maschinen und Treibstoff. So, man braucht nicht alles in die Stadt liefern. Es reicht, wenn man 1 bis 2 von diesen in die Stadt liefert. Und je nachdem baut sich die Stadt anders aus. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe in meine Hauptstadt, liefere ich hauptsächlich Treibstoff für die Industrie. Und man merkt dort, wie die Industrien in Ausbauen, ja, wie die halt sich irgendwie ausbauen in Richtung Öl. Also man sieht Tanks, man sieht Kamine, wo Öl verbrennt wird und des Weiteren. Das sieht man hier zum Beispiel nicht. Das ist ein ganz normales, gewöhnliches Industriegebiet. Und je nachdem, was man in die Stadt liefert, verändert sich die Stadt. Das finde ich schon sehr interessant. Und als kleinen Tipp, wie man anfängt, wir haben hier einmal, oder die zwei einfachsten Sachen herzustellen, ist einmal Lebensmittel. Dafür brauchen wir Vieh oder Getreide, wichtig. Wenn ein Strich dabei ist, heißt das oder. Ja, wir brauchen Getreide oder Vieh, nicht beides. Habe ich am Anfang auch verwechselt. Das ist ja schon ziemlich dicht bei der Stadt. Hier würde ich euch jetzt empfehlen, vielleicht eine LKW-Linie herzustellen. Da brauchen wir nicht unbedingt einen Zug. Und dazu bräuchten wir die passende Farm. Die wäre zum Beispiel da hinten. Die könnte man zum Beispiel wieder mit dem Zug machen. Ja, oder man hat zum Beispiel Glück. Das geht natürlich jetzt bei euch nicht. Das habe ich bei mir jetzt so aktiviert, um es euch zu zeigen. Ja. Oder man hat zum Beispiel Glück und hat einen Bauernhof, es nennt sich Bauernhof, und hätte diesen in der Nähe. Ja. Dann kann man die natürlich auch mit einem LKW beliefern. Zu Fuß, ich habe es schon getestet, zu Fuß laufen die Güter leider nicht mehr. Ich weiß nicht warum, also hier in Train Fever wäre die Produktion jetzt angesprungen und die Güter wären jetzt hier rüber gegangen. Warum das jetzt nicht mehr geht, weiß ich nicht, ja. Es ist halt so. Also das wäre die erste Möglichkeit, Sachen in die Stadt reinzuliefern. Lebensmittel braucht die Industrie, das Gewerbe. So, dann sehen wir hier Baumaterialien braucht die Industrie. Das ist auch eine sehr einfache Produktion. Wie wir hier sehen, ist auch dicht an der Stadt. Dafür benötigen wir Stein oder Schlacke. Ich empfehle euch in diesem Fall Stein. Falls ihr anfängt, empfehle ich euch immer Stein. So, Stein wäre auch hier hinten. Kann man auch wieder mit dem LKW anliefern. Mit dem Zug. Das ist einfach zu weit. Also für so eine Strecke würde ich euch niemals einen LKW empfehlen. Oder, das ist halt auch der Nachteil an einer kleinen Map. Oh, wir hätten hier hinten sogar nochmal Steine, aber das ist genau in der Mitte. So, um mal kurz zu sagen, warum am Anfang Stein und warum ich dann eher nachher in die Schlacke umsteigen würde. Denn dadurch spart man sich eigentlich eine Linie.
Jetzt bräuchte ich bloß die Industrie, die das herstellt. Genau, hier hinten. Man braucht später für die Maschinen und für die Werkzeuge braucht man Stahl. Und bei der Produktion von Stahl mit Eisenerz und Kohle entsteht zweimal Stahl und einmal Schlacke, ja, falls die benötigt wird. Ansonsten wird nur einmal Stahl produziert. Ja, falls hier die Schlacke nicht abtransportiert, wird nicht zweimal Stahl produziert, sondern nur einmal. Ist auch wichtig. Denn das ist ja einfach, das ist ja eine Reduzierung um 50%. Ja. Das heißt, wir haben ja hier sozusagen einen Überschuss von Schlacke, was wir eigentlich nicht brauchen bei dieser Produktion und könnten die dann einfach hier rüber schicken. Was ich euch auch nicht empfehlen würde, ist beides anzuliefern. Da gibt es Probleme, habe ich auch selber schon probiert. Niemals beides anliefern, würde ich einfach nicht machen. Auch wenn ihr denkt, okay, da kommt irgendwie nichts an, dann liegt es entweder daran, dass ihr die Waren nicht richtig in der Stadt verteilt oder die Lager leer laufen. Das sehen wir hier unter Details. Wenn diese Lager leer laufen, springt die Produktion Schritt für Schritt nach unten. Ich glaube, das fällt um 4 Einheiten pro Sekunde. Also es geht richtig schnell. Da müsst ihr euch am Anfang auch richtig Zeit nehmen, ja, dass ihr da immer genügend hinbringt. Ja. Die Produktion, zum Beispiel hier, was ich auch schon gemerkt habe, diese Produktion hier, die ja Getreide oder Vieh produziert, die hat hier immer mehr wie sozusagen diese Produktion. Weil diese verarbeitet die hat auch ein Lager und so weiter, aber die produziert immer weniger. Warum? Ja, keine Ahnung. Das ist so. Nicht wundern. Das sind so die zwei Anfänger, wo ich auf jeden Fall mal hier nach Spechtsbrunn schicken würde, ja. Und falls es dann auch immer wieder Geld abwirft, ja, und Gewinn macht, dann kann man immer weiter ausbauen. Man kann dann zum Beispiel die nächste Stadt anschließen. Und ja, so würde ich eine neue Map anfangen. Immer mit den zwei einfachsten Gütern. Einmal für das Gewerbe, das wären hier die Lebensmittel, und einmal für die Baumaterialien. Was ich auch schon gehört und gemerkt habe, es ist wichtig, wie lange diese Lebensmittel unterwegs sind. Den Lebensmittel verderben. Das heißt, die werden schlecht. Was das für eine Beziehung hat zu den Bürgern, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall bei mir auf meiner Map so einen Fall, da produziere ich oder da wird Vieh mit dem Schiff abtransportiert und die Fahrt dauert einfach so ewig. Und deshalb, ja, gut. Was natürlich gehen würde, ja, was ich euch dann hier empfehlen werde oder würde, wenn wir hätten wir zum Beispiel hier an dieser Stadt in der Nähe, ja, eine weitere Lebensmittelproduktion, dann würde ich euch empfehlen, da wir ja hier beides produzieren und die hier beides annehmen, oder entweder oder, ja, dass ich, also meine Empfehlung wäre zum Beispiel diese Lebensmittelfabrik ausschließlich mit Getreide zu versorgen und diese ausschließlich für Vieh. Ja, da kommt sich nichts in die Quere, da muss diese Produktion nichts rechnen, ja, sondern es wird dann beides, wenn beide gleich viel produzieren und die Stadt gleich viel braucht, dann funktioniert es auch wunderbar, habe ich auch getestet, funktioniert echt wunderbar. Aber nicht sagen, ich schicke beides dahin und ich schicke beides dahin, das funktioniert nicht. Ja, da kommen die LKWs durcheinander, da kommt die Produktion durcheinander. Ja, das würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Was natürlich auch geht, ihr habt hier Rohöl und Rohöl kann verwandelt werden, sehen wir hier, in Öl und in Treibstoff. Ja, das heißt, ihr könnt Öl anliefern, es wird beides produziert, wenn das eine Lager voll ist, wird das nicht mehr produziert, ja, aber wenn wir zum Beispiel Treibstoff brauchen für die Stadt und wir liefern das auch ab, dann produziert die weiter, ja, auch wenn wir das Öl nicht abliefern. Das bleibt im Lager und es wird einfach nicht mehr produziert. Man kann aber natürlich sagen, man nimmt beides, zum Beispiel das Öl für was anderes, ja, zum Beispiel das Öl hier hinten für den Kunststoff,
Das geht natürlich auch ohne Probleme, ja. Aber das sind so mal die grundlegenden Produktionen hier in Drain Fever. Wie gesagt, der Tipp wäre dann am Anfang die einfachsten oder die einfachen Produktionen, Lebensmittel und Baumaterialien auswählen, weiterhin ins Plus gehen und dann immer mehr Städte anschließen. Dann habt ihr auch genug Geld hier drauf. Dran denken, immer zurückzahlen, ja. Und ja, das wär's dann hier von diesem Tutorial und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls irgendwelche Fragen da sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.